letzten Video zu ChatGPT ist viel passiert. Ich hatte damals kurz nach der Veröffentlichung von OpenAI, einer US-amerikanischen Firma, die diesen textbasierten Chatbot veröffentlicht hat, einfach nur in dem Video erzählt, wie faszinierend dieser Chatbot ist und dazu angeregt, ihn mal auszuprobieren, ihn mal sich live anzuschauen, mal zu sehen, was mit KI, was mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning heute möglich ist. Und habe dann noch mal kurz darüber nachgedacht, was das bedeuten könnte für das Bildungssystem, für die Schule, für die Hochschule, gerade und im Besonderen natürlich auch für Prüfungsformen, taillierte Prüfungsformen, die das wahrscheinlich revolutionieren wird und tatsächlich auch ja, nochmal Bedeutung haben wird, zumindest on long run, für unseren Bildungsbegriff. War ein relativ kurzes Video und primär war die Intention, Sie aufmerksam zu machen auf diesen Chatbot, auf diese öffentliche Forschungsschau dieses US-amerikanischen Unternehmens, um einfach mal zu sehen, was möglich ist. Und in der Zwischenzeit viele der KollegInnen, viele der Studentinnen und Studenten haben sich den Chatbot angeschaut. Wir haben ganz viel in Lehrveranstaltungen auch darüber diskutiert. Ich habe in einigen Gelegenheiten genutzt, um auch live den Chatbot zu zeigen, denn nicht jede und jeder kann ihn gerade nutzen. Es ist relativ viel los auf der Plattform. Das heißt also, der Chatbot ist relativ ausgelastet. Man kann Schwierigkeiten sich anzumelden. Man muss beim Anmelden übrigens auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer hinterlegen. Das will wahrscheinlich nicht jede und jeder. Und deswegen habe ich doch ein oder andere Gelegenheit auch in Lehrveranstaltungen genutzt, um diesen Chatbot zu präsentieren, um dann entsprechend auch über Machine Learning und über künstliche Intelligenz ins Gespräch zu kommen. Auch mit KollegInnen, die da zum Teil, so war ganz interessant, eine Mischung aus einerseits Begeisterung, was alles möglich ist, aber andererseits auch enorme Befürchtungen, sehr auch in die Richtung, wie werden wir jetzt künftig Prüfungen organisieren an der Schule oder auch allgemein Leistungskontrolle an Schule und in Hochschule. Denn wenn Sie sich den Chatbot schon angeschaut haben, wenn Sie festgestellt haben, was da möglich ist, nur für diejenigen, die vielleicht die Gelegenheiten noch nicht hatten, skizziere ich es hier nochmal kurz. Also ChatGPT ist ein textbasiertes Dialogsystem, ein textbasiertes Assistenzsystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert, sogenanntes Large Language Model. Das heißt also, man hat eine enorme Menge von Texten genommen und hat diesen Bot damit versorgt. Anders als bei vorherigen Bots, vielleicht erinnern Sie sich, vor etwa einem Jahr, anderthalb Jahren, hat Microsoft mal einen Bot veröffentlicht, der relativ schnell wieder vom Netz genommen wurde, weil er sich sehr schnell dadurch auszeichnete, dass er rassistische und auch beleidigende, sexistische Äußerungen von sich gab. Und das lag daran, dass man diese KI hat einfach lernen lassen anhand von aktuellen Daten und sich dieser Bot eben aus Social Media bedient hat und da bedauerlicherweise eben besonders auf die Hater in Social Media Kontexten aufmerksam geworden ist offensichtlich und sich entsprechend sehr schnell in eine rassistische, sexistische Richtung weiterentwickelt hat. Die neue KI hat man sozusagen eingeschränkt. Man hatte sozusagen nicht erlaubt, dass sie dauerhaft lernen kann. Also das heißt, man hat den Datenbestand auf 2021. Das ist der Hintergrund, warum aktuellere Informationen nicht abgerufen werden können, zumindest jetzt bei diesem ChatGPT. Und dann hat man den Datenbestand genommen und hat ihn bereinigt. Das ist wirklich sehr aufwendig gewesen. Vermutlich hat das deswegen auch einige Zeit gekostet und hat ChatGPT auch mit entsprechenden normativen
Äußerungen versorgt, dass beispielsweise, wenn man etwas Illegales, wenn man etwas nicht Zugelassenes fordert, dass dann der Chatbot sehr korrekt entsprechend antwortet, nein, dafür bin ich nicht programmiert, das ist nicht meine Aufgabe und hier kann ich Ihnen entsprechend nicht helfen. Also hier erkennen Sie, dass man nicht nur eine große Textmenge genommen hat und die KI hat selbstständig damit arbeiten lassen, sondern dass man sich die Mühe gemacht hat, entsprechend bestimmte normative Voreinstellungen und auch entsprechend Texte auch entsprechend gut vorsortiert hat. Dass diese Forschungsschau funktioniert und dass es nicht wieder dazu führt, dass dieser Bot relativ schnell wieder vom Netz genommen werden muss. Das kann der Bot unglaublich viel. Bot kann natürlich erstmal mit ihnen chatten, das heißt also, man kann sich mit dem Bot natürlich unterhalten, man kann fast natürlich unterhalten, man kann den Bot bitten, etwas zu recherchieren, also man kann eine konkrete Frage stellen. Und anders als beispielsweise Suchergebnisse von einer Suchmaschine, bei der ich auch eine Frage stellen kann, und mir dann eine Antwort kommt, kann ich entsprechend dann nochmal nachfragen. Also beispielsweise, also das ist der Vorteil eines Bots, ich suche ein Rezept für Spaghetti Bolognese und dann gibt mir der Bot ein entsprechendes Rezept und dann fällt mir auf, ach, ich möchte aber kein Hackfleisch, sondern ich möchte gerne vegetarische Bolognese. Und dann kann ich ihm noch sagen, nein, ich möchte besser eine fleischlose Spaghetti Bolognese. Das funktioniert und natürlich mit viel besseren Beispielen auch noch viel besser. Man kann den Chatbot bitten, ein Gedicht zu schreiben, man kann den Chatbot bitten, einen Witz sich auszudenken zu bestimmten Kriterien. Die Witze sind so lala und die Gedichte auch. Im Englischen ist es tatsächlich etwas besser, etwas überzeugender. Aber es ist insgesamt schon faszinierend, was dieser Bot alles kann. Man kann ihn zum Beispiel auch Programmcode schreiben lassen und das Tollste, man kann diesen Programmcode auch gleich vom Bot korrigieren lassen, wenn irgendwo ein Fehler ist. Also Debugging wird dadurch richtig, richtig einfach. Ja, noch ganz viel mehr funktioniert mit diesem Bot, aber Sie sehen, welches Potenzial da drin steckt. Bis hin auch, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch nervös macht. Man könnte zum Beispiel ihn auch bitten, ein Essay zu schreiben. Ein Essay über Medienbildung zum Beispiel. Und ich habe das mal ausprobiert und dieses Essay ist relativ gut. Ich muss offen sagen, ich hätte dieses Essay vielleicht mit einer 2- bewertet. Was man natürlich jetzt auch machen kann, wie bei dem Programmcode auch, man kann den Chatbot bitten, dieses Essay dann auch zu verbessern, nach bestimmten Kriterien. Und da wird es dann richtig interessant, wenn der Chatbot sein eigenes Ergebnis auch noch verbessert. Und da sehen Sie, das ist natürlich schon ein neuer Aspekt, der die Art und Weise, wie wir bisher prüfen, in Schwierigkeiten bringt. Jetzt muss man ja sagen, eigentlich ist das ja auch keine neue Entwicklung. Wenn man mal in der jüngsten Technik-Medienentwicklung zurückdenkt, dann denke ich zum Beispiel an die Wikipedia oder auch an Suchmaschinen. Und sowohl die Wikipedia als auch Suchmaschinen haben ja auch die Art und Weise, wie wir prüfen können, verändert. Beispielsweise hat die Möglichkeit, ganz selbstverständlich auch Suchmaschinen nutzen zu können, noch stärker dazu geführt, aus einfachen Abfragen zur Leistungskontrolle kompetenzorientiertes Prüfen einzuführen oder noch stärker zu nutzen. Und vielleicht steckt in, um es mal positiv zu wenden, also ganz viele KollegInnen haben schon gesagt, ich kann so, wie ich bisher geprüft habe, also zum Beispiel Essays anfragen oder reine Wissensabfragen, so kann ich keine Leistungskontrolle mehr vornehmen. Hausaufgaben in der Schule, ähnliches Problem. Wenn nicht nur ChatGPT, sondern wenn es ganz selbstverständlich wird, dass zum Beispiel ins Office-Paket oder in Suchmaschinen
KI oder solche Textbots Einzug hat. Also wenn nicht nur das jetzt eine öffentliche Forschungsschau ist, die von bisher noch relativ wenigen genutzt wird, und diese Technik ganz allgemein verfügbar wird, dass jede und jeder sie entsprechend nutzen kann. Dann müssen wir uns spätestens Gedanken machen über unsere Prüfungsform. Aber vielleicht steckt da drin ja auch eine Chance. Also ähnlich wie ich es gerade eben sagte in Bezug auf das Beispiel Wikipedia oder auf das Beispiel Suchmaschinen. Also vielleicht steckt darin ja auch eine Chance, die Prüfungen lebensweltorientierter so zu einzurichten, wie wir später auch typisch arbeiten. Denn wenn man sich mal anschaut, so reine Wissensabfragen, wie sie in der Schule zum Beispiel noch vorkommen, in der Hochschule glücklicherweise weniger, so arbeiten wir ja später nicht mehr im beruflichen Kontext. Also man würde ganz selbstverständlich natürlich eine Suchmaschine nutzen, Wikipedia nutzen oder andere Quellen, die wir im Internet bzw. im WWW finden können. Also es geht nicht mehr nur um die Frage, was weiß ich auswendig, was kann ich auswendig wiedergeben, sondern es geht um die Frage, wie kann ich es finden. Und da, also in diesem Kontext vielleicht ist KI ganz, ganz förderlich in Bezug auf eine Weiterentwicklung von tradierten Prüfungsformen, tradierten Formen der Leistungskontrolle, die uns dahin führen, dass wir noch mehr uns daran orientieren, was brauchen wir eigentlich in beruflichen Kontexten später, wie werden wir später arbeiten in einer sinnvollen Verbindung, der ganz sinnvollen Nutzung von Suchmaschinen, von Wissensbeständen im Netz, beispielsweise der Wikipedia, oder eben Techniken wie KI, indem man sich zum Beispiel einen ersten Entwurf von einer KI machen lässt und den dann entsprechend selbst weiterentwickelt. Ähnliche Vorschläge gibt es schon von einigen KollegInnen, die mit diesen Prüfungsformen, die ganz selbstverständlich KI auch erlauben möchten, genauso wie wir es zum Beispiel mit Suchmaschinen machen, beim kompetenzorientierten Prüfen oder auch mit der Wikipedia und anderen Wissensbeständen im Netz, dass man ganz selbstverständlich die KI auch als ein weiteres Hilfsmittel nutzt. Man denke zum Beispiel auch an einen Taschenrechner. Das ist ja auch ein technisches Hilfsmittel, das den Mathematikunterricht nicht obsolet gemacht hat, sondern entsprechend weiterentwickelt hat, indem wir es als ganz selbstverständliches Hilfsmittel nutzen. So oder so ähnlich könnte ich mir vorstellen, könnten wir auch KI nutzen. Jetzt in diesem Beispiel am Beispiel von textbasierten Dialogsystemen wie ChatGPT oder anderen Techniken, nämlich ganz selbstverständlich zur Texterarbeitung und dann aber entsprechend selbst unseren Beitrag leisten, indem wir den Text weiterentwickeln, weiterdenken. Also das, was eben den Menschen ausmacht, den kreativen Umgang damit. Und vielleicht sogar einen weiteren Schritt, diesen Text dann wiederum der KI zurückgeben und sagen, verbessere ihn noch weiter in Bezug auf diesen Aspekt, schauen, wie diese KI damit arbeitet und ihn selbst weiterzuentwickeln. Und dieses Beispiel bringt mich dazu, was vielleicht auch noch möglich sein könnte mit solchen textbasierten Dialogsystemen in Schule oder in Hochschule. Nämlich, ich könnte mir vorstellen, dass solche textbasierten Dialogsysteme auch ganz gute Lernbegleiter sein können. Also für Schülerinnen und Schüler, die gerne geduldig erklärt haben möchten, wie Bruchrechnen funktioniert. Und die dann einfach weiterfragen können, wenn sie es immer noch nicht verstanden haben und die KI ihnen entsprechend bereitwillig Auskunft gibt, bis sie es verstanden haben. Also ein geduldiger Lernbegleiter könnte eine solche KI auch sein. Sie sehen, es gibt so die eine oder andere Möglichkeit, mit der wir KI, jetzt in diesem Beispiel textbasierte Assistenzsysteme, in den Bildungsalltag, in unsere Lebenswelt, in unsere Berufswelt einbauen können und indem wir sinnvoll die KI nutzen können, ähnlich wie wir bereits andere technische Assistenzsysteme, also
Taschenrechner, Suchmaschinen, Wikipedia oder andere Dokumente, die wir im Netz finden können. Also Hilfssysteme, Assistenzsysteme, die wir schon ganz selbstverständlich nutzen und in denen KI-Assistenzsysteme eigentlich nur eine sinnvolle Weiterentwicklung sind. Aber natürlich gibt es auch, wo so viel Licht ist, gibt es natürlich immer auch Schatten. Was zum Beispiel ganz hilfreich ist, ich habe es gerade erzählt, ist, dass wir nicht nur mit textbasierten Dialogsystemen nicht nur suchen können, also Fragen stellen können und dann entsprechend auch eine Antwort erhalten können. Eben mit dem Vorteil, wie ich vorhin schon sagte, dass man nochmal nachfragen kann, was man bisher bei den Suchmaschinen noch nicht kann. Was übrigens auch dazu führt, dass jetzt auch Google nochmal nachgelegt hat und ein eigenes textbasiertes Suchsystem, also speziell mit dem Fokus auf die Verbesserung von Suche vorgelegt hat. Bard heißt das. Das heißt also, Sie sehen da, gerade was den Suchbereich betrifft oder das allgemein gesagt, das Information Retrieval, also wie wir Informationen bereitstellen können, das ist natürlich ganz interessant, nämlich gerade in Bezug auf diesen Aspekt, das nochmal nachfragen können, also nicht nur eine Frage stellen und eine Antwort bekommen, sondern nochmal nachfragen, präzisieren können. Das heißt also, das wird wahrscheinlich auch, dass diese textbasierten Assistenzsysteme unsere Suche revolutionieren werden, diese Art, wie wir Informationen suchen. Gleichzeitig steckt darin aber natürlich auch eine Gefahr. Sie ahnen das wahrscheinlich schon auch in Bezug auf das, wie wir bisher suchen. Nämlich, dass die bisherige Suche, wenn ich beispielsweise ein Stichwort eingebe und mir wird dann eine Frage angeboten, dass darin natürlich auch eine Normierung, eine Standardisierung nicht nur dieser Fragestellung, sondern auch der Suchergebnisse stecken kann. Das heißt also, etwas, was ich erstmal in der klassischen Suche, gebe ein Stichwort ein und ich bekomme von der Suchmaschine einen Text, ein Dokument, in dem ich die Antwort selbst finden kann, überlasse ich nun das Nachdenken der KI bzw. der Suchmaschine. Und das könnte dazu führen, dass das Wissen in einer gewissen Weise, also dass Fragen in einer gewissen Weise standardisiert werden und auch das Wissen, das ich daraus ziehe, in einer gewissen Weise standardisiert werden, was zu so einer Filterblasenbildung führen kann. Also wenn ich eben das Denken nicht mehr selbst erledige, sondern das Denken Maschinen überlassen kann. Also das ist, wie gesagt, eine der Schattenseiten dieser Technik, die erfordert, dass nochmal etwas mehr, das jetzt mal ganz allgemein formuliert, dass KI, dass Assistenzsysteme noch einmal klarer machen müssen, wie sie eigentlich arbeiten. Also ähnlich wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, kennen Sie wahrscheinlich aus meinen anderen Videos, das auch machen, nämlich, dass wir nachweisen müssen, gute Forschung ist dann immer gute Forschung, wenn wir nachweisen müssen, wie kamen wir eigentlich zu diesen Erkenntnissen. Und bei KI, wenn sie beispielsweise auf Fragen antwortet oder auf bestimmte Suchbegriffe entsprechend mit Antworten antwortet, auch klar machen sollte, woher sie diese Antworten hat. Also Zitationen ist da eine klare Sache. Oder auch, wie sie zu diesen Antworten gekommen ist. Stichwort gibt es schon länger, sogenannte Explainable KI, also KI, künstliche Intelligenz, die sich entsprechend auch selbst erklären kann und die offenlegt, wie sie zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Das ist gleichzeitig auch die Lösung hierfür. Das heißt also, für diejenigen, die bloß eine Antwort wollen, bekommen die Antwort. Und für diejenigen, die genauer hineinschauen wollen, können nachvollziehen, warum diese KI zu dieser Lösung gekommen ist. Und Sie sehen, es gibt noch viel, viel mehr. Das ist eines meiner längsten Videos bisher, was man über KI, Machine Learning und den Bildungskontext noch erzählen könnte. Aber für heute soll es erstmal reichen. Und da kann man nochmal ein Dankeschön an ChatGPT und an OpenAI geben, die dieser öffentlichen Forschungsschau, mit der sie jetzt mal unter uns natürlich
entsprechend das primäre Interesse von OpenAI, und das hat sich ja auch schon realisiert, war natürlich Geld für ihre Entwicklung zu bekommen. Wir haben es wahrscheinlich gelesen oder gehört, 10 Milliarden haben sie schon von Microsoft bekommen für die Weiterentwicklung. Das heißt, das hat sich im Prinzip schon erledigt, also aus Sicht dieses Unternehmens. Sie haben mehr Geld dafür bekommen. Aber was sie auch gemacht haben ist, und das freut mich natürlich entsprechend besonders, dass sie den Diskurs darüber, was bedeutet eigentlich Machine Learning, was bedeutet künstliche Intelligenz für unsere Gesellschaft und auch entsprechend für das Bildungssystem, dadurch nochmal gepusht haben, dadurch nochmal angeregt haben. Also, dass alle Kolleginnen und Kollegen gerade über ChatGPT sprechen, nachdenken, weiterdenken. Was bedeutet das eigentlich für uns, für unsere Gesellschaft und das Bildungssystem? Und das ist, da kann man OpenAI schon mal danken dafür, dass wir endlich auch, was diesen gesellschaftlichen Diskurs betrifft, hier weitergekommen sind. Und dieses Video soll eben ein weiterer Beitrag sein. Aber soweit, bis zum nächsten Mal.